Hallo und herzlich willkommen auf Evo2K TV und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von WW2K19 Road to Glory. Es ist mal wieder 14 Uhr und heute sehr, sehr geil. In der alten SmackDown Arena haben wir ein Last Man Standing Match. Ich kann euch schon mal sagen, stellt euch darauf ein, dass ihr in den nächsten Tagen viele Last Man Standing Matches sehen werdet. Denn ich werde ein bisschen vorproduzieren wegen Silvester und Neujahr. Rated Dude ist unser Gegner heute. Ich bin sehr gespannt, was er für ein Rating hat. Und ob es vom Matchmaking heute mal toll ist. 79, Dankeschön. Das ist tatsächlich nach langer Zeit mal wieder endlich ein Matchmaking, was so absolut in Ordnung geht. Das sind einfach mal 4 Punkte Unterschied. Und dann schauen wir mal, wie wir uns hier gegen den guten Knaben schlagen werden. Glaube tatsächlich, das könnte heute eine Niederlage werden. Ich bin sehr gespannt, wie wir uns hier so präsentieren können. Der JC, ich finde es halt immer schade, dass man bei Road to Glory nicht die Einzüge gucken kann. Ich meine, klar, das wird wahrscheinlich auch damit zu tun haben, weil sonst sowieso das meiste geskippt wird. Aber das wäre doch schon mal ganz nett zu sehen, wie denn so auch der Gegner zum Ring kommt. Um sich da vielleicht nochmal ein bisschen beeinflussen zu lassen. Na gut, jetzt schauen wir mal. Auf jeden Fall sollte das doch eine faire Angelegenheit so jetzt sein. Oh, da bin ich vorbeigeflitzt. Nein! Das war schon mal Schrott. Wieso konnte ich jetzt nicht kontern? Ja, alles klar, ein Kinshasa. So, jetzt kommt der Schlagreversal. Und unser Sidewalk Slam. Oh, der sitzt nicht. Da kommt der Konter von JC. Och, verdammt, warum zu früh? Das war doch nicht zu früh, Mann. Ich habe doch gedrückt, wo das grün war. So, jetzt haben wir wieder den nächsten Reversal ausgepackt. Ja. Hopp. Er macht's wieder. Scheiße. Wieso klappt der Reversal nicht? So bescheuert. So, oh, der war wichtig. Gibt er ihn mir? Er gibt ihn mir tatsächlich. So, dann können wir erstmal ein bisschen auf den Pfad der Zerstörung gehen. So, 53. Jetzt haben wir den erst überholt. Vielleicht kriegen wir noch einen hin. Aber sein Oberkörper ist schon orange. Wie geht das denn? Ich habe doch eigentlich noch gar nichts gezeigt. So. Auch von mir jetzt gekontert. So, das geht gut. Ein bisschen getrickst hier. Dass ja kein Konter von ihm kommt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er den auf dem Boden zeigen wird. So, Signature wäre da. Ein Comeback hat der Knabe zur Verfügung. Nehmen wir ihm doch direkt mal weg. Nein! So, jetzt mein Freund. Jetzt fängst du dir aber zur rechten Zeit den Signature ein. So, und ja, nee, wir fangen jetzt noch nicht an, hier zu zählen. Da gibt es mal den Dark Matter hinterher. Aber der wird eh den Widerstand setzen, um aufzustehen. So früh kommt er raus? Laber nicht. Wieso kommt er so früh da raus, Mann? Der war auch wieder wichtig. Er hat noch nicht mal den Widerstand verbraucht. Ich hab gleich schon wieder ein Signature, Mann. So, Signature-Style. Dann gibt's halt mal den nächsten. Dann lassen wir jetzt einfach mal ein bisschen anzählen. Wieso kommt der schon wieder hoch, Mann? Oh, da kommt der Reversal von ihm. Tja, und da liegt er wieder. So, mein Freund.
Was hältst du denn von einem F5? Der muss doch langsam mal liegen bleiben. Wieso steht der da und auf, ey? Was ist denn das für ein Cheater? Kann doch nicht sein. Muss man den Kopf ein bisschen bearbeiten? Das gibt's doch gar nicht. Und er tut's wieder. So, das ist wieder unser Reversal. Boah, steh auf, Mann. Hank. So, jetzt lassen wir ihn einfach mal liegen. Wobei er jetzt wahrscheinlich eh sein, wenn er jetzt nicht rauskommt. Das kann doch nicht sein, Mann. Wieso kommt er da jedes Mal raus? Der kommt direkt bei 1 hoch. Verstehe ich nicht. Oh, er ist lernfähig jetzt. Weiß nämlich genau, was ihn erwartet. Unfassbar, Mann. Hat er keinen Bock mehr oder was? Oder lässt er sich jetzt einfach alles gefallen? Ich sprachlos hier. Jetzt kommt keine Reversal mehr von ihm. Ich glaube, er hat irgendwie Lust verloren. Na? So, sitzt auch wieder. Ich glaube, der hat den Controller weggelegt. Oder er spielt jetzt mit mir. So. Na gut, er hat anscheinend keinen Bock mehr gehabt, ich weiß es nicht. Aber den Sieg haben wir uns geholt in diesem Match. Das geht doch mal klar, würde ich sagen. Hank von Valo, was war denn das für ein Match? Da bin ich mal auf die Bewertung gleich noch gespannt. Was wir da so rausgeholt haben. Aber irgendwie trotzdem komisch, wie oft er da immer direkt bei 1 schon rausgekommen ist, obwohl es vom Körperzustand hätte gar nicht sein können. Ein 3,5-Sterne-Match war es. Wir sind jetzt Titan 41, wir nähern uns langsam der Hall of Fame. Ich freue mich drauf. Was haben wir hier alles freigeschaltet? Nicht so viel Belohnung, 2 Stilpunkte, Gruppenpunkte gar keine. Na gut, Leute, dann würde ich sagen, weil ich dann nicht weiß, wie lange diese Last Man Standing Matches dauern, machen wir an dieser Stelle dann mal wieder einen Break. Und ich bedanke mich dafür, dass ihr reingeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video mal einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne wieder in die Kommentare, was ihr gut fandet, was ihr schlecht fandet. Joint gerne meinem Discord-Server, der Link dazu in der Videobeschreibung, wo auch meine Social-Media-Accounts alle verlinkt sind, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat und der Link zu meinem Twitch-Kanal. Täglich 12 Uhr eine neue Folge der WWE 2K19 Karriere, um 14 Uhr Road to Glory und um 16 Uhr das Community Universe, das Eververse. Wer da mitmachen will, schaut euch dazu das Video in der Videobeschreibung an und erstellt euch anhand dieses Videos und den dort geforderten Teilnahmebedingungen einen Charakter und ladet ihn dann in die Community hoch. Auf jeden Fall, ja, wenn ihr auch mehr von mir sehen wollt, lasst meinem YouTube-Kanal gerne mal ein Abo da. Das wäre eine sehr, sehr coole Aktion von euch, wenn ihr mich dadurch supporten würdet. Ich bin dann jetzt raus, bedanke mich fürs Reinschauen, für die Aufmerksamkeit, wünsche euch allen noch einen schönen Tag, lasst es euch gut gehen, bis zum nächsten Video, macht's gut und ciao.